Willkommen zurück. Der britische Premier Starmer trifft heute mit US-Präsident Joe Biden zusammen. Laut Medienberichten gibt es wohl ein Okay aus Washington für den Einsatz von Marschflugkörpern gegen militärische Ziele in Russland. Noch allerdings ist offen, ob auch weitreichende US-Raketen freigegeben werden. Der russische Präsident, der drohte jetzt schon mal vorab, die Freigabe weitreichender Waffen gegen Russland käme dem Eintritt der NATO in den Krieg gleich. Der russische Diktator wartet auf das US-Wahlergebnis, wer mit ihm über die Zukunft der Ukraine verhandelt, Trump oder Harris. Und die USA versuchen offenbar noch Fakten zu schaffen. Britische und französische Marschflugkörper dürfen gegen militärische Ziele in Russland eingesetzt werden. US-Raketen bleiben noch in den Arsenalen. Putin droht offen der NATO mit Krieg. Wenn diese Entscheidung getroffen wird, bedeutet es nichts anderes als die direkte Beteiligung der NATO-Länder, der Vereinigten Staaten und europäischen Länder am Krieg in der Ukraine. Dies ist ihre direkte Beteiligung und dies ändert natürlich das Wesen, die Natur des Konfliktes erheblich. Putin steht das Wasser militärisch bis zum Hals. Ukrainische Soldaten stehen trotz Gegenoffensive immer noch in der Region Kursk. Im Osten der Ukraine geht es für ihn nur langsam voran. Da wirkt diese Drohung eher unglaubwürdig. Es ist wohl der Versuch, die Situation bis November stabil zu halten. Die Ukraine habe das Recht auf Selbstverteidigung, so der britische Premier Starmer. Heute trifft der US-Präsident Biden. Die Freigabe weitreichender Waffen des Westens sei keine Kriegsbeteiligung der NATO. Die Ukrainer warten sehnlichst auf diese Freigabe. Die Verlängerung dieser Entscheidung führt dazu, dass Russland diese militärischen Ziele tiefer in russisches Territorium verlegt. Daher, wenn die Beschränkungen für Partner aufgehoben werden, bin ich überzeugt, dass es eine Strategie für den Sieg der Ukraine ist und keine politische Strategie. Diese Bilder sollen die Vernichtung ukrainischer Militärs in der Region Kursk zeigen. Momentaufnahmen, die über die tatsächliche Situation nichts aussagen. Dieses Bild hingegen stammt vom Account des ukrainischen Präsidenten und ist bestätigt. Russische Raketen töteten in der Ostukraine 3 Mitarbeiter des Internationalen Roten Kreuzes. 2 wurden verletzt.